So, ich glaube, das sieht so ein bisschen besser aus als gestern. Ich glaube, dann können wir jetzt auch mal reinhauen. Und damit ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich starte heute mal mit 1 auf 1. Ich starte heute einfach mal mit 1 auf 1, also Rathaus 12 auf Rathaus 12 mit 12 Schräger 5, also Maxed Rathaus 12. Und ja, wir hauen gleich rein in die Vollen, aber das Thumbnail sagt ja was ganz anderes aus. Wir haben heute nochmal die Blechdame so ein bisschen im Blick. Ich hoffe, ich bin heute mal laut genug. Ich musste gestern enorm beim Schneiden meine Stimme ein bisschen höher bringen. Und ja, ihr habt es im Vorspann gesehen. Ich habe mich mal von dem weißen Zeug befreit, bevor ich so aussehe wie dieser Kumpel, der da Weihnachten immer vorbeikommt, mit seinem weißen Bart. Und deswegen habe ich gedacht, mach das heute Abend mal schon. Nicht, dass du morgen Abend so scheiße aussiehst. Also schon mal ein bisschen nett gemacht, ein bisschen rasiert. Ich sah auch wirklich, oh, heute, ich habe mich wirklich jetzt eben mal in den Spiegel angeguckt und gedacht, ah ja, ja, das wird immer weißer. Na, man wird nicht jünger. Ist aber auch nicht so schlimm. Aber wir gucken mal hier rein. Und wir hatten so eine Base schon die Tage. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, diese Kastenbase hier, diese Rechtecke, die gibt es natürlich auch im Rathaus 12 Bereich. Und wie der Eyewitness das hier gelöst hat, also 1 auf 1, hatte ich ja schon gesagt, wie oft will ich es eigentlich noch sagen. Hier in der Mitte wird jetzt entkernt, die gesamten Luftabwehren standen hier nämlich in der Mitte. Okay, eine ist jetzt noch offen. Er hatte da ein bisschen Sorge, denn selber hat er nur, weil er so ein hartes Killscode auch schon dabei gehabt hat, nur 5 Elektrodrachen hier. Aber ihr seht das hier. Hier unten ist jetzt schon das eine Quadrat leer. Hier steht nur, okay, hier steht noch ein bisschen mehr. Mal gucken, wie er das gelöst hat. Die Babydrachen laufen bei mir übrigens jetzt auch gerade auf Max Level. Also ich habe die nach den Elektrodrachen habe ich mir auch die Babydrachen geschnappt zum Updaten, denn ich finde, mit denen kann man auch ganz gut was anstellen. Muss ich mal ganz klar so sagen. Ich habe da die Tage die abenteuerlichsten Sachen gesehen. Und hier ist jetzt nicht mehr so super viel am Leben. Da hinten ist noch ein Bogenschützenturm und hier noch der ist ja gar nicht so fies. Es ist zwar Multi, aber hier hinten schießt gleich auch noch ein Bogenschützenturm. Und alle Drachen sind schon so ein bisschen angeschlagen. Okay, die machen ja jetzt nur noch. Könnten nur noch eine Defense machen, aber ihr seht das hier selber, wie die Drachen hier angeschlagen sind. Einer geht jetzt noch kaputt und jetzt sind das nur noch 2 Stück, die hier wirklich. Es ist nur noch einer hier und der hat auch nicht mehr so viele Lebenspunkte. Also ihr könnt jetzt schon die Wetten abschließen, aber noch eine Luftbombe. Ihr könnt jetzt die Wetten abschließen, wären es 100 oder wären es 99. Nochmal den Drachen so ein bisschen in Wut gebracht. Wenn man den Drachen übrigens in Wut bringt, dann macht er mehr Trefferpunkte, also natürlich prozentual, aber er wird nicht schneller dadurch. Ja, also das Aufladen geht nicht schneller, aber gerade so 100% und es waren wirklich auf die paar Sekunden, aber ich denke mal, guter Angriff hier von unserer Nummer 1 auf die Nummer 3, aber jetzt gehen wir mal auf die alte Blechdose ein. Oder sagen wir eher auf das Blechdöschen. Also auch hier wieder so Rechtecke. Und ich habe es nicht für möglich gehalten, was der Swash hier abzieht. Denn viele haben hier in dem Packer-Event mit den Packers gefarmt. Only Packer. Dass er hier dann einen Clankriegsangriff mitmacht, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich meine, die Base sieht jetzt nicht stark aus, aber die Defensive ist schon stark. Das, was hier im Moment so ein bisschen auch ins Auge sticht, da darf man sich nie von täuschen lassen. Das sind natürlich hier die echt leicht zu durchdringenden Mauern an der Stelle. Und das ist natürlich für so eine Packer-Dame auf 8 hier echt ein leichtes Spiel, mal eben durch so eine 8er Mauer zu kommen. Gar kein Thema, sehen die Mauern toll aus mit den toten Köpfen in der Mitte. Aber ich habe gedacht, Alter, was geht denn hier ab? Der zerlegt den ja wohl nicht. Und war einfach mal. Ich hatte erst gedacht, er scherzt rum, als er das die Tage geschrieben hat. Die kann ich auch mal im Clankrieg, glaube ich, nehmen, die Truppe. Denn zum Farm ist sie wirklich exakt die beste Truppe hier im Moment. Gerade in dem Event hier. Saubillig. Hier hinten ist jetzt keine Verteidigung mehr offen. Das war hier natürlich super in dieser Base hier. Alles stand hier irgendwo innen und außen stehen nur ein paar Minen und Sammler. Okay, man hat immer so ein bisschen hat man natürlich die Schwierigkeit. Es,
Es ist sehr träge. Es wirkt alles sehr, sehr träge. Du musst schon ein bisschen nachhelfen. Hat er hier aber gut gemacht mit den Wutzaubern und auch den Heilzaubern Queen auf 60 jetzt zündbar. Ja, was soll ich sagen, ne? Ich war echt von den Socken hier. Nimmt er wirklich hier Only Packer und da leben hier hinten noch welche und zerlegt hier mal eben Rathaus 12. Also kann man mal machen, kann man mal nehmen. Und ich habe jetzt nicht am Anfang nicht geguckt, wie eng das jetzt war von der Zeit her, aber die brauchen ja doch dann. Na, vielleicht kann man mal einen Speed-Zauber einpacken, damit die wenigstens so ein bisschen, so ein paar Quadrate oder ein paar Felder vielleicht ein bisschen schneller machen, aber der Warden hilft ja auch noch mit. Also 3 Sterne hier mit dem Päckerdarm. Echt krasses Teil. Ich habe meine Angriffe hier leider verbummelt, denn das lag so ein bisschen an den Start- und Endzeiten unseres Clankriegs hier. Denn im Moment starten die in den frühen Nachmittags- oder in den späten Nachmittagsstunden. Das lag einfach an unserer Suche. Wir haben ja 71, 63 gewonnen. Also doch schon sehr, sehr dominant. Und ich habe meinen zweiten schon gar nicht mehr machen können. Denn ich bin vor lauter Hektik nochmal auf die Nummer 4 gekommen. Habe ich auch mit Packers gemacht, weil ich hatte nichts anderes in Ausbildung und bin dann nochmal auf die 4 gekommen, konnte natürlich nicht nochmal attacken und dann ist mir die Zeit davon gelaufen, um mir hier oben noch einen wegzukeschern. Hat mir der Clan jetzt nicht ganz so krumm genommen, denn wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo ich angegriffen habe, schon gewonnen hier. Dass man damit auch im Rathaus 10 was machen kann. Ich habe den Swash eben nochmal gebeten. Nee, nicht den Swash, sondern den Splat, das geht auch als Rathaus 10er. Also wir haben es hier dann nicht auf die Spitze getrieben, aber wir haben es dann schon so ein bisschen mit den Packers probiert. Und wie gesagt, sie sind im Moment sehr, sehr billig, was das Elixier angeht und brauchen ja auch nicht so die wahnsinnige Ausbildungszeit. Aber hiergegen, okay, hier hatten wir jetzt zwei Level 1 Single Infernos. Das ist jetzt nicht ganz so dolle, aber ich denke mal durchaus machbar und bei dem Lot. Da beschwert man sich auch nicht, würde ich mal so sagen. Und cool gemacht hier, Friesszauber dabei. Nochmal die Packers hier am Rand in Wut genommen, denn die gehen jetzt komplett durch den Wutzauber. Da seht ihr jetzt gerade Richtung zweiten Inferno dann auch. Erstmal das Rathaus mitnehmen. Ich habe es die Tage schon mal gesagt, gut erzogen. Also nicht nur die Magier, sondern auch die Packerdamen hier. Und ja, ich weiß, ich mache so einen Scheiß eigentlich nicht, aber das ist ja gar kein Scheiß hier. Das ist ja wirklich echt geiles Gefarme mit den Packies und macht dann auch Spaß zuzugucken. Man muss so ein bisschen gucken, wie man funnelt. Also ein paar sollen ja bei so einem Angriff vermutlich sowieso außen rumlaufen, damit sie das halt dort clearen, so ein bisschen den Funnel bilden. Und aber ich fand es hier ganz nett, deswegen habe ich mir den eben nochmal angefordert. Wir haben ja so ein bisschen heute Abend rumdiskutiert über CK, Teilnahme und so weiter. Ihr kennt das leidige Spiel, es sind halt ein paar Dauerrot. Die machen nichts anderes als Helden und wenn sie fertig haben, sind sie immer noch rot. Da wir aber ein reiner Clankriegsclan mittlerweile sind, sehen wir es natürlich so, wer beide Helden am Start hat, der kämpft hier mit. Ich hoffe, heute Abend wird ja auch fleißig gekämpft, denn ich wollte den verpassten Stream von letzte Woche so ein bisschen nachholen. Also deswegen auch schon mal so ein bisschen den Turn, wie soll man sagen, den Turn so ein bisschen aufgepeppt, dass ich nicht ganz so alter herkomme. Aber ich denke mal, wir werden hier reichlich CK sehen, denn durch diese frühe Startzeit sind wir dann auch da dran, dass wir schon am ersten Abend relativ gut oder relativ nah hier angreifen in den CKs. Okay, das sind jetzt nur 97.000, aber ich denke mal mit dem Bonus in Champion 2 vom Splat hier mit den 800.000 und 900.000 Elex kann er sicherlich was anfangen. Mal sehen, ob uns das auch gelingt. Ich hab die Truppe jetzt auch mal gebaut. Ich hab die ja noch nicht auf Max, aber ich habe die Truppe auch mal gebaut. Ich habe da auch schon was mitgeholt. So ist es nicht. Mal sehen, ob wir das nochmal gelingt. Ich gehe jetzt mal kurz in die Lupe. Die ist immer noch ein bisschen länger. Es hieß ja eigentlich, dass er jetzt in den ersten Quality of Life, also in den Verbesserungen, in den kleinen Verbesserungen aus der Community, die Wolken weg sind. Sind sie aber nicht, beziehungsweise die Lupen. Also ihr seht das hier. Das ist nur kurz nach der Wartung gewesen, weil dann viele online. Weil dann viele online reinkommen. Das war mein Saft. Ja, tolle Wurst. Weil dann viele online reinkommen und man die Lupe dann nicht hat. Also ich mache kurz einen Cut und dann sehen wir uns nach der Lupe wieder.
Oh, da haben wir einen gefunden. Ah, ja. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Ich hatte eben auch schon kurz vorm Schnitt auch schon einen gefunden, aber ich bin jetzt mal gespannt. Ich wechsle eben mal auf meine Karre. In dem nächsten Quality of Life Updates wird übrigens diese Position, die ich jetzt eingenommen habe, also beim Tauschen hier gespeichert. Ich habe jetzt meine eigene Karre. Wenn ich jetzt weitersuchen würde, dann ist nach dem nächsten Update, was irgendwann mal kommen wird, ist dann diese Position gespeichert. Ich muss nicht nochmal wechseln. Das ist auch ganz gut, weil jedes Mal springt die natürlich auf die Clan-Karre. Die nehme ich natürlich nicht immer mit. Also, gucken wir mal. 15, okay, wir cheaten so ein bisschen, aber ich glaube, der Swash hat eben auch gecheatet. Also 15 Mauerbrecher haben wir dabei, für was auch immer. Wir setzen hier die Packers erstmal außen mal ran, dass sie schon mal so ein bisschen was wegclearen und mal gucken, ob wir hier schon mal so den einen oder anderen Mauerbrecher wegkriegen. So ein bisschen können die hier ruhig nach außen gehen. Das ist überhaupt nicht schlimm. So, jetzt muss ich allerdings... Der Loon. Ach, was mache ich denn hier? Ich gifte den Loon nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Okay, da habe ich jetzt ein paar Packer verloren. Das macht aber, glaube ich, das macht hoffentlich nichts in dieser Rathaus. Ich glaube, es ist ein Rathaus 11 Base, ne? Ja, das macht jetzt nichts. Und die ganzen kleinen Welpen hier tun jetzt auch nicht so super weh. Meine Karre fährt bis zur Mitte. Das ist natürlich schon mal krass. Das ist schon mal sehr krass. Die heile ich hier schon mal. Und ich mache die Karre jetzt mal auf. Denn sonst kommt mein Packer da aus der Mitte nicht raus. So, hier die ganze Meute nochmal in Wut rein. Und der hatte gar keinen Infernos, ne? Naja, Leute, der hatte keinen Infernos. Dann ist es auch nicht ganz so schlimm, dass hier noch ein bisschen was stirbt jetzt. So, wo setze ich jetzt den Wut am günstigsten? Ich denke mal, hier ist er nochmal gut aufgehoben. Hier außen. Ja, okay, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe nicht drauf geachtet, aber haben wir nochmal ein bisschen Loot geholt hier. Loot heißt es ja. Bevor sich dann wieder die ersten beschweren, Toto, es heißt Loot und nicht Loot. Ja. Ich weiß es. Also kann man echt durchaus mal machen. Und ich habe jetzt noch ein bisschen. Okay, ich habe jetzt ja 240 Dunkles. 10,3 Millionen. Ja, da geht jetzt der Bonus nur noch vom Gold rein. Das ist aber nicht so schlimm. Meine Helden leben alle noch. Ich könnte ja eigentlich noch ein bisschen was machen, aber ich habe 3 Bauarbeiter frei, habe da eben vielleicht beobachtet und wir machen hier unsere Helden jetzt kurz mal ein bisschen weiter. Oh, 99%, okay, den haben wir schon auf 0, damit wir die 6 Pokis kommen, den nehmen wir mal eben mit. Aber echt krasse Truppe hier, guck mal, wie viele da noch leben. Kann ich euch nur empfehlen, 2 Tage, glaube ich, ist das Event noch da. Perfekt, ich meine, okay, ich habe es jetzt echt nicht mehr nötig gehabt. Kleines Luxusproblem. Wie schon so häufig, ich muss jetzt eben mal gucken, train ich die nochmal nach? Ja, sie sind ja billig, ich train sie nochmal nach. Ich hab gleich nur ein anderes Problem, denn ich habe gleich keinen Helden mehr. Ich mache jetzt alle Helden fertig und mache sicherlich auch die ein oder andere Mauer hier fertig. Ich habe 3 Bauarbeiter, ich habe das Dunkle und ich habe 3 Helden, die ich jetzt updaten kann. Ich mache das jetzt einfach, sonst läuft mir auch ein bisschen die Zeit davon. Es ist nicht so schlimm. Das Dusselige ist, die laufen jetzt 7 Tage und ihr seht das, dann habe ich in 7 Tagen alle 5 Bobs frei. Das ist das nächste Problem, aber das löse ich dann irgendwie. Ich weiß nur noch nicht wie. Also gehen wir hier mal wie folgt vor. Wir verballern erstmal unser Gold, würde ich sagen, in 1-2 Mauern. Da haben wir schon mal 2 Mauern geschafft. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann leeren wir hier unsere Treasury. Ja, wir leeren unsere Treasury. Ins Dunkle geht kaum was rein, aber ins Gold geht was rein. Das heißt, wir können noch eine Mauer machen mit Gold. Ja, wir können noch eine Mauer machen mit Gold. Können jetzt, glaube ich, keine Mauer mit Elex machen, denn ich will jetzt als erstes den Warden flach legen. Das machen wir jetzt auch. 7 Tage rennt der Kollege jetzt erstmal. 200.000 haben wir dort. Man muss ja mal ein bisschen rechnen. Schade, 3,1 Millionen. Das passt nicht ganz für eine Mauer. Ich brauche ja auch noch ein bisschen Elex zum Farmen jetzt. Und okay, der King kostet nur 209.000. Ich weiß, das wird jetzt ganz, ganz viele aufregen, die jetzt sagen, oh Toto, du verschwendest jetzt ja was. Ich habe jetzt 31.000 Dunkles. Ich meine, das ist schon nicht wenig. Die beiden Sachen holze ich eben mal ab. Und da musstet ihr einfach mal nicht mit bei sein, denn sowas schneide ich immer ganz gerne raus. Ja, 31.000. Ich weiß, irgendwann muss ich es ja mal machen und ich kann mich nicht ganz auf Null farmen. Es ist einfach so, ich nehme jetzt die Rune. Ich nehme jetzt hier die Rune des dunklen Elixiers. Ne, nicht Sell, sondern Use.
Ich use sie jetzt für, okay, sie hätte mir das ganze Lager gefüllt, ich weiß, 240.000 Dunkles. Und damit ist dann auch unsere Queen dran. 4.000 haben wir dann noch. Aber sie geht dann auch auf Max Level, also zwei Truppen dann auf Max Level, beziehungsweise zwei Helden, den Warden und die Queen. Ja, und jetzt sieht das hier oben wie folgt aus. 6 Tage, 6 Tage, 7 Tage, 7 Tage. Wow. Okay. Jetzt könnte ich auch meine Treasury hier ganz rausholen. Dann sehen wir mal. Ja, wir können auf jeden Fall mit Elex weiterfarmen. Ich habe jetzt noch so, ihr seht das ja, ich habe dunkle Truppen hier only ausgebildet. Hier jetzt nochmal die Packies, also nochmal ein bisschen Elex verbraten. Und jetzt mal heldenlos. Mal sehen. Ich nehme jetzt die beiden oder ich nehme diese drei Tränke hier. Alle drei. Mittlerweile wisst ihr, wenn ihr bei Olli gut aufgepasst habt, dass die jetzt nicht ganz 30 Stunden laufen, sondern 30 minus 3. Also 37 Stunden hier gespart. Mal sehen. Denn die ersten Bobs werden dann hoffentlich wieder frei, wenn ich hier irgendwas habe zum Bauen. Also nochmal so einen kleinen Update-Status. Hier hatte ich ja gesagt, laufen die Babydrachen. Und vielleicht sehen wir uns heute Abend wieder. Es würde mich freuen, wenn wir im CK dabei sind, denn wir sind schon wieder. Oh nein, nicht da, Toto. Sondern da. Wir sind in einem neuen CK. 17 Stunden geht er los. Wir haben es 22:39 Uhr. Dann wisst ihr ungefähr, wann der CK hier anfängt. Ein, zwei Stunden später werde ich sicherlich online kommen. Also bis heute Abend. Euer Toto. Clasht.